auch, ne? Vikovarische Klinge. Ist das eine Stahlwaffe? Da die besser ist als unsere, nehmen wir die das glatt mal. Mittlerweile haben wir Gewicht von 26, das ist ja gar nichts. Im zweiten Teil hatte man übelst die Probleme mit dem Gewicht. Bestarium, wir hatten noch was Neues. Wölfe. Ein Freund von mir sagte, dass bei all den Greifen und Basilisken und sonstigen Geschmeiß die guten alten Wölfe das geringste Problem wäre. Dann fraßen die verdammten Biester eben die halbe Herde auf. Ingvar Schäfer. Einst waren Wölfe die unangefochtenen Herrscher der Wälder. Die Menschen erschreckten ihre Kinder mit ihnen und auch die Erwachsenen erschauerten bei dem Wolfsgeheul. Die Monster, die nach der Konjunktion auftauchten, drängten die Wölfe nicht nur tief in die Wälder zurück, sondern nahmen auch ihren Platz in den Albträumen der Menschen ein. Das heißt aber nicht, dass die alten Räuber keine Gefahr mehr darstellen. Wölfe tragen keinen Funken Magie in sich und spucken weder Feuer noch Säure. Aber das hält sie nicht davon ab, unvorsichtige Reisende und Jäger zu töten. Besonders gefährliche und wilde Unterarten sind Warge, so wie die schneeweißen Wölfe, die heute nur noch im wilden Hochland von Skellige anzutreffen sind. Die haben wir ertrunken, ne? Geiles Bild. Wirksam im Kampf. Was ist das? Nekrophagenöl. Und Igni. Weil die ist nur Nekrophagenöl? Karetsche? Hybridenöl. Och, das gab's vorher noch nicht. Und Art. Und gegen Wölfe? Bestienöl. Ja gut, Wölfe kriegen wir auch so platt. So, Ertrunkene. Am Ufer muss man still sein. Erstens, um die Fische nicht zu verscheuchen. Zweitens, um keine Ertrunkenen anzulocken. Janek von Blaviken, Fischer. Ein Ertrunkener sieht aus wie eine Leiche vom Grunde eines Sees. Er ist von kränklich blauer oder grüner Farbe, sondert aus jeder Pore Schleim ab und verbreitet üblen Verwesungsgestank. Daher wird weiterhin angenommen, dass Ertrunkene ebenso wie ihre gefährlichen Verwandten, die Wassermänner, Modernixer und ertrunkenen Toten, aus den Leichen von Leuten entstehen, welche im flachen Wasser ertrunken sind. Verirrte Reisende, die in den Sümpfen geraten, Kinder, die zu weit hinausgeschwommen sind, oder im Falle von Wassermännern, betrunkene Bauern, die vom schmalen Sumpfstegen gefallen sind. Also im ersten Teil gab es zwei Unterarten davon, die ertrunkenen Toten, die seltener waren als die Ertrunkenen, und dafür aber auch wesentlich stärker. So, die Frage ist, finden wir von hier oben einen richtigen Weg hier rauf? Da kann ich was sammeln. Zauberrübe. Oder Zaunrübe. Ja, natürlich kommt, Geralt ist zu fett für den Baum. Ja. Ist einfach so. Also hüpfen wir einfach mal über die Mauer, das ist kein Ding. So, theoretisch wäre das hier ja der Weg. Wir können ja auch was, plündern. Da liegt auch noch irgendwo eine. Haben wir den hierher geprügelt? So, die Frage ist, wie kommen wir heil runter? Oh, das war knapp. Ich speichere mal. Es gibt keinen Weg heil hier runter. Versuchen wir es mal. Und rufen Plötze. Ja, das treue Pferd ist auch gleich zur Stelle. Ruf da, mein Freund, ruf da. Und dann looken wir mal auf die Karte. Ja, da wir noch keine Karetschen haben. Oder tanzende Sterne, das heißt, wir brauchen Bomben. Würde ich einfach mal sagen, wir reiten jetzt noch fix hier unten hin und gucken uns das ein bisschen an. Wird bestimmt auch mal eine Folge geben, wo wir einfach nur durch die Weltgeschichte reisen und uns ein bisschen die Gegend angucken. Aber vorerst wollen wir ein bisschen. Hör auf zu winseln! Nach Bastien? Sind wohl ein paar Leute gestorben. Da unten sind wieder ein paar Ertrunkene, aber. Boah, die lassen wir jetzt mal. Ach, hier sind wir doch auch lang geritten, als wir in die Stadt geritten sind. Ah, gut, der Geralt, das ist die falsche Richtung. Wir wollen hier lang.
Wir entfernen uns von unserem Hauptziel. Das zeigt er da oben an. Wir sind schon 800. Jetzt nähern wir uns wieder. Und nähern uns. Das Grüne ist 89 Schritte. Aber wieso ist ein roter Pfeil bei dem Hauptziel? Weil wir uns entfernen? Oder, weil das ein wichtiger Ort ist? So, wie ich das sehe, müssen wir in den Wald. Dafür verzichte ich jetzt mal auf Plötze. Ich guck bloß mal, ob wir... Den legen wir uns mal auf F. Beherrschen wir denn schon die Alchemie? Verhörprotokoll. Kann ich das lesen? Ritter Ignarus, blablabla. Der Hexer Kolgrim wird beschuldigt, Witty entführt zu haben. Den Sohn von Paul, ein Imker im Weißgarten. Der Verdächtige... Ja, gut. Werde ich mir jetzt nicht durchlesen. Später vielleicht. Stahldraht. Tücher. Oh, haben sie wesentlich leichter gemacht. Die Frage ist, wie brauche ich hier Tränke? Im ersten Teil ging es nur an Lagerfeuern und im zweiten... ging es nur mit... Na, wie hieß es? Beim Meditieren. Oder konnten wir da bloß beim Meditieren einnehmen? Ich glaube, wir konnten auch bloß beim Meditieren herstellen. Und Orins waren eigentlich die Währung, aber die können wir nicht mehr nutzen. Die müssen wir jetzt gegen Kronen eintauschen. Ja, scheiß kaiserliches Reich. Aber naja, was will man da dagegen machen? Leider nichts. Hier haben wir ein bisschen Fell. Mal die Sterne da oben loswerden, die er anzeigt. Alles ein bisschen durchklicken. So. Den noch. Noch was? Zeigt das immer noch an. Hier ist noch nichts mehr. Junge, Junge, Junge. Fernkampfwaffe. So, ich wollte jetzt eigentlich gucken. Questcharakter. Meditation. Ja, okay, meditieren wollen wir nicht. Ich will Tränke brauen, aber... Na gut, wir gehen erstmal in den Wald. Und schlucken mal. Magie. Oh, ein Bär. Alter, ist der groß! Alter! Was hab ich gerade für ein Schwert draußen? So nicht, mein fetter Freund, so nicht. Alter, der hat mir voll eine mitgegeben. Brenn, du blöder Bär. Alter, Scheiße. Okay. Alles klar. Wo sind wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir waren bei der Burg beim letzten Mal, wo wir gespeichert haben. Das Atomhaus erkannt? Ach, das sagt er mir jedes Mal da unten. So, dann rufe ich jetzt nochmal Plötze. Jetzt haben wir auch keine Markierung mehr drin, ne? Auf jeden Fall ist da unten ein fetter Bär. Das gefällt mir, dass es hier so viele wilde Tiere gibt. Ja, aber auch ein schöner Teich. Was hier hinten noch alles rumlungert. Das werden wir hoffentlich, bald erfahren. Aber das dann in der nächsten Folge. Wo ist Plätze? Plätze, komm her. Ja, ich hoffe, euch hat's wieder mal gefallen. Wäre nett, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und ansonsten
sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Also, für euch geht es dann wahrscheinlich gleich weiter. Also, bis gleich. So, meine lieben Freunde, da geht's auch schon weiter. Wir sind jetzt hier wieder bei unserem schnuckligen Bären. Und uns geht's aber nicht so gut. Ich gucke mal, ob wir noch irgendetwas haben außer dem Trank. Ein Stück rohes Fleisch. Hm. Damit kommen wir, glaube ich, nicht ganz so weit. Valkor wirkt nur 28 Sekunden. Hm, Magie. Ein Ort der Macht. Oh Mann, der fucking Teddybär. Kill ich dich, du Scheißvieh. Nix da. Boah, fuck. Schnell neu machen. Den hauen wir jetzt nämlich schön weg. Oh, er haut wieder ab. Nix da. Zeit zu sterben. Der sieht richtig geil aus, der Bär. Ey, bleib hier! Der Blut ist voll. Ja, komm, Bär! Oh fuck, oh fuck. Die haut uns trotzdem ganz schön. Was rein. Habe ich denn irgend so eine Anzeige, wie lange Quen hält? Boah. Alter, das ist voll der fettfeitige Ding. Boah, fuck. Erstmal zurückhalten, wir haben noch kein neues Quen. So, Teddy, komm. Komm, Balu. Hier zeige ich es mir. Auf den Arsch. Immer schön von hinten. Boah. Alter, ich sehe gerade gar nicht mehr durch. So. Dein fucking Arsch. Ich schieb dir schwer tief rein, Alter. Wow. Kann ich eigentlich zwei Zauber kombinieren, dass ich Quen nehme und dann Art mache? Oder also weiß ich. Ah, tut das weh? Tut dir das weh? Ich hab Alter! Ich hab vergessen, wie schwere Schläge gehen. Wieso ist der Bär auch so fucking groß? Das ist kein normaler Schwarzbär. Boah. Alter. Der hält aber auch. Der schluckt aber auch.
schnell weg hier. So nicht, mein Freund, der Bär. Boah. Der haut mir der Quen aber auch immer wieder weg. Starker Gegner, muss man ja sagen. Aber wir sind auch noch vom Level her niedrig. Wow. In anderen Teilen haben wir wenigstens noch einen kleinen Schock gekriegt. Aber hier, der Bär, der merkt gar nichts von Quen. Das gar nicht. Ich will jetzt aber auch nicht unvorsichtig werden und irgendwie Igni oder so. Boah, das war knapp. Sich nicht aus, du Scheißbär. So. Damit haben wir den Bären erledigt. Monster Hirn, Monster Knochen und Monster Blut. Das ist ein Monster? Für mich ist das ein fetter Bär. So, den Ort der Macht. Was kann der denn Schönes? Halten zum Interagieren. Okay. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Drücke die Rücktaste am Charakterfenster auf, um neue Fertigkeiten zu erlernen. Charakter? Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitenpunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitsbaum sie gehört. Wähle eine Fähigkeit zum Entwickeln aus und klicke mit der Maustaste da drauf. Kann ich auch hier? Ja, ja. Okay, was haben wir denn? Schneller Angriff mit einem Schwert ausgeführt. Defensive Wolfsschule gestattet. Defensivtechniken der Wolfsschule. Okay, gestattet die Verwendung einer leichten Armbrust. Das Landen von Treffern im Kampf erzeugt Adrenalinpunkte. Muss erhöht haben bei schnellen Angriff. Ach, das ist, wenn wir das hier oben erstmal machen. Okay. Bewirkt einen gezielten Stoß, der Gegner taumeln lässt, sodass sie angegriffen werden können. Feurigen Stoß für Gegner Schaden, ein aktueller Schaden 100. Magische Falle, die Gegner im Wirkungsbereich verlangsamt. Schutzschild, das erhalten bleibt, sobald der Schaden, bis er Schaden in Höhe von 33% absorbiert hat. Okay. Ermöglicht. Ach, das können wir noch gar nicht. Herstellen von Ölen. Bomben. Mutation. Tagsüberringe zusätzlich. Okay. Mutagene. Ja, dann würde ich erstmal sagen, hier. Achso, wir können das verbessern. Also hier die nächste Stufe. Okay. Erhöht die Reichweite um 1 Meter. Schaden durch irgendwie schwächt auch gegnerische Rüstungswerte. Erhöht Zeichenwirkungsdauer um 5 Sekunden. Anzahl der Ladungen. Quenchel stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Das ist nice. Das hier bewegt sich nicht auf Geralt zu, während es Axi wirkt. Erhöht Schaden bei schnellen Angriffen. Erhöht Schaden bei starken Angriffen. Werden Pfeile abgelenkt. Beim Zielen mit der Armbrust wird zusätzlich 15% verlangsamt. Wenn Schaden erlitten wird, in Adrenalin. Okay. Erhöht die Überdosis-Schwellenwert von Tränken um 1%.
Auf Klingen angewendete Öle bewegen mehr Treffer. Verlangsamt das hier beim Bomben. Bla bla bla. Okay. Ich bin ja dafür, dass wir erstmal Quen ein bisschen hochbringen. Damit eine Fertigkeit wirken zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einen freien Fertigkeitenplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Ziehe die erworbene Fertigkeit mit der Maus in einen der freien Plätze. Du kannst die Fertigkeit jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Ach cool, das heißt, wenn ich die nicht mehr will, kann ich was anderes reinziehen. Nice. Okay, dann haben wir dieses Fragezeichen auch gemeistert. Und würde dann mal sagen, da geht's als nächstes hin. Wir hoppeln schnell zu unserem Pferd und gucken, dass wir dort hinkommen. Hops. Und ab auf Plätze. Komm schon, Plätze. Hopp, hopp. 29 Minuten ist das Hirtenzeichen jetzt besser? Ist ja krass. Ich glaube, dafür setze ich es einfach zu wenig ein. Die haben ein schönes Dorf, ne? Verlassenes? Ich könnte langsam mal einen Trank gebrauchen, der meine Gesundheit wenigstens ein bisschen regeneriert. Oh, hier gibt's Bärenfett, Hundetalg und altes Ziegenfell. Okay. Was haben wir hier? Floreen. Ja, die müssen wir noch umtauschen. Müssen wir auch mal gucken, wie das geht. Hier ist ja noch keine Bank, glaube ich. Oder kommen wir wieder nach Vysima? Das wäre natürlich geil. Die Stadt kenne ich nämlich schon. So, können wir eigentlich auch in die... Wir können nur in Kisten gucken. Aber... Das reicht ja eigentlich auch schon. Haben wir hier noch was? Nö. Hier haben wir wieder Blütenblätter der weißen Myrte. Da bin ich jetzt vorbeigelaufen. Pilze? Ach, die verschwinden sogar dann mal. Pilze? Oh, hier ist ein Brunnen. Hatten wir nicht irgendwas am Brunnen zu tun? J? Nebenquests. Kampf. Im Kampf gefallen. Ist Gerrit nicht der Einzige, der Weißgartenheim. Er stieß auf die Nachricht eines Bauern, der auf der Suche nach seinem Bruder war. Dieser hatte zu den Waffen gegriffen. Ach, hier kann ich mir das wieder markieren. Teufel beim Brunnen. Im Weißgarten fand Gerrit den Ausgang eines, wenn Odolan, der im Dorf wohnte. Empfohlen. Ach, da steht sogar, welche Stufe empfohlen wird. Abgeschlossen, Kehr Mohren. Ach, die Fragezeichen sind gar nicht die Aufträge. Das ist hart. Teufel beim Brunnen. Wo ist der Brunnen denn? Ach, da oben. Okay. Kann ich auch... Ja. Vipern Schulausrüstung. Ja, okay. Das hier war noch, wo ist der? Der ist, da hinten! Da war ich doch schon. Müssen wir noch mal hin? Nö, ne? Naja, gut, das Nest da ausheben. Ah, da oben müssen wir noch hin. Dann, können wir da ja hin. Aber erstmal möchte ich die beiden hier weghaben. Aber ich mache dafür noch mal eine kurze Pause. Bis gleich.
So, und weiter geht's. Da wollen wir jetzt hin. War ich hier im Haus schon? Ich glaube nicht, ne? Ein paar Teller. Hier ist noch so ein... Die können wir auch ausplündern. Servierplatte. Wir brauchen eine Servierplatte. Also wenn wir nächstes Mal beim Händler sind, sollten wir auf jeden Fall ein bisschen was verkaufen. Los, los. So, Plötze, jetzt geht los. Hey, kommen wir da durch? Geht mal von aus. Jo. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt recht wenig Monster gesehen in diesem Spiel. Am Wasser, okay, da waren die Ertrunkenen, aber hier so im Wald hätte ich jetzt mehr erwartet. Ein paar Ghule, ja. Magie, ein Ort der Macht. Komm jetzt. Komm wieder. Ja, lauf doch nicht gegen den Baum, Junge. So, was kannst du denn, lieber Ort der Macht? Meditieren wir hier auch mal. Quennzeichen verbessert. Das ist gut, das benutze ich ja auch. Und, Charakter. Was verbessern wir denn? Machen wir mal erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen. Jetzt habe ich dafür aber keinen Platz, oder was? Wie kann ich denn diese? Ach, mit Leveln. Aber wir haben bald ein Level. Wenn wir noch ein paar Gegner finden. Und da hinten noch so ein Ding ist. Können wir da mal fix hinreiten. So, Plötze, reite los. Ich sehe schon. Da ist ein Deserteur. Zack. So, Plötze. Lass mich runter. Hier haben wir ein paar Tote. Die müssen wir erstmal ausnehmen. Wollen wir mal gucken, was hier so schönes gibt. Weinstein, Herzogwasser, Schema, Gewinn, Welt. Herausgerissene Seite, Kaktan, Absurd. Meister Wüsemann. Hm. Da war auch noch was. Da auch noch. Da auch noch. Hier liegt überall was unter. Gut. Ich würde sagen, jetzt. Ach, hier nehmen wir auch noch einen. Den wir nicht ausgenommen haben. So, Plötze, komm her. Wird dann gerne weiter reiten. Nun, steigt doch auf Plätze. So, liebe Hexe. Da wir ja jetzt hier in dieser Gegend alles abgesucht haben. Eine neue Quest verfügbar? Ist mir egal, ich will jetzt dorthin. Heya! Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Kannst ja nebenbei noch ein bisschen diese wunderschöne Witcher-Welt angucken, während Geralt hier gerade ausreitet. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ah, ich kann da also immer wieder hingehen und meditieren, ja? Das ist schön. Freut mich. Natürlich ist jetzt dieses Hin- und Her-